So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Jump 2, ohne Super Mario davor. Das letzte Mal haben wir den Rachenitza getanzt. Und jetzt haben wir drei Level zur Auswahl. Ich denke, wir machen einfach hier oben weiter. Rebirth of Crystallized Knowledge System. Ja, guck mal rein, keine Ahnung. Von Electric Angel. Okay, hat es mit dieser komischen gelben Kugel irgendwas auf sich oder ist es einfach nur... Das ist einfach nur das, was es halt ist. Und die kommt überall. Okay. Kann ich da rein? Wofür ist das da? Okay. Also, das Gimmick scheint einfach rollende Kugeln zu sein. Jo! Und er hat einfach als Körper einen Maul. Ciao. Da war er weg. Hui! Lass mich da hoch. Ist ihn weg zu. Oh, ich kann ihn nicht kaputt rutschen. Okay, ich kann die... Kann ich die normal... kann ich die normal... Normal kann ich die kaputt rutschen, oder? Also natürlich klappt es nur beim ersten Mal so schön. Danke. Normal kann man die, glaube ich, kaputt rutschen. Ist ja egal. Toll. Okay, ich lutze die erstmal los und dann kann ich da... in Ruhe von unten ranspringen. Item. Stell mich aber schon wieder an hier. Die Stelle ist doch nicht schwierig. So, jetzt. Ja, easy. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so rumgewurschtelt habe. Ciao. Oh, boy. Ah, da muss ich warten, bis die runtergefallen sind. Okay. Nee, lass mich in Ruhe. So, die müssen weg. Und dann kann ich auch hinterher. Ich bin an dem Dreieck hängen geblieben. Mann! Ach, geh weg, du Viech! Will das nicht. So. Gib mir den Pilz. Tschüss mit dir. Schade. Ah, den Hit nehmen wir. Das ist okay. Ach so, jetzt muss ich aber auf der anderen Seite auch noch auf ihn drauf, bevor er wegzündet. Nach oben. Warum sage ich so oft wegzündet? Wo habe ich das eigentlich schon wieder her? Immer wenn ich irgendwas ganz oft sage, habe ich es irgendwo ganz oft gehört. Als ob ich selbst auf irgendwelche Ideen käme, was zu sagen. Aber ich weiß nicht, wo ich es her habe. So. Hui, wieso rutscht du? Spring doch einfach. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Okay. Ja, das ist jetzt wieder so ein Level. Das spielt man halt durch, ne? Ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, das, wobei man ja sagen muss, es ist ein normales, schönes Level-Design, ne? Also man kann es anbieten. Bin schon wieder zu verwöhnt von lauter Gimmick-Leveln. Aber an sich ist das Level ja cool. Eigentlich gibt es nichts dran auszusetzen. Ah, verstanden. Eigentlich gibt es nichts dran auszusetzen. Natürlich bis auf die ganzen Sprite-Designs, ne? Die sind natürlich alle fehlerhaft und so weiter. Aber darum geht es ja hier nicht. Also,
Hä? Wie soll ich das hier machen? Ah. Also definitiv schon eines der schöneren Level. Ich will mich eigentlich... Ich sollte mich gar nicht beschweren. Ganz ehrlich nicht. Das war gerade ziemlich dumm von mir. Hä? Na dann halt nicht mehr. Wait, wie soll ich da hochkommen? Ah. Oder habe ich aber auch nur jetzt die eine Möglichkeit? Okay. Hallo, gehst du bitte durch die Röhre? Okay, das sieht nach Ziel aus. Ich hätte, glaube ich, nicht anhalten dürfen. Okay, nice. Das wird so resettet. Das ist cool. Dann wollen wir das auch am Stück schaffen. Easy. Ja, das war doch ganz cool eigentlich. Weiß gar nicht, warum ich rummecker. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu meckern, habe ich gemerkt, wie dumm es eigentlich ist, hier zu meckern. Nicht Roy's Castle. Okay, wir spielen es trotzdem. Weil es nicht Roy's Castle ist, sind überall Roy-Statuen. Ja. Alles klar. Wait, der singt im Hintergrund, ne? Nicht erschrecken. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt wird, aber ich will mir das anhören. Wie soll ich da rüberkommen? Hey, wie soll ich da rüberkommen? Ach, ich hab's versaut. Verstanden. Ich mach jetzt aber wieder leiser. Ist jetzt nichts, was man unbedingt laut hören muss. Nein! Ich habe den schon zu weit runtergeholt. Ich darf den nicht. Der darf nur auf die Hälfte fallen. So. Genau, dahin darf er fallen und dann kann ich mit seinem Feuer nämlich hier rüber. Alter, alles besteht aus Reus. Das sieht super strange aus. Aber der Boss ist dann halt wahrscheinlich nicht Roy. Aber das sieht super weird aus, wie das so einfach ineinander verschmilzt. Ha, aber er hat es nicht geschafft, offenbar die Kletterkoopas zu einem Roy umzufunktionieren. Ha. Es geht doch nicht alles. Spüren wir jetzt hier... Oh, jetzt kommen hier gleich Roys entgegengeschwommen, ne? Ja, oder so. Lass mich hier raus. Oh Gott, ist das Quank. Ich wollte eigentlich Crazy sagen und dann ist daraus so ein komisches. So ein komisches Cringy Quank geworden. Sind wir jetzt oben? Sind wir bald da? Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich muss den Schlüssel mitnehmen, natürlich. Wait, wie soll ich denn da durchkommen ohne mit einem... Was? Wie soll man denn da durchkommen, wenn man keinen Hit mehr hat? Ich meine, ich kann jetzt durchrennen. So, das geht. Ach, mit dem Schlüssel! Natürlich! Ich hätte mich auf den Schlüssel stellen müssen.
So nämlich dumm bin ich auch noch. Okay. Das war jetzt zu langsam. Also ich will den runterziehen und dann da drauf. Jetzt schieß. Oder muss ich hinterher? Oder muss ich hier hinterher? Oder muss ich hier rüber? Und dann habe ich hier einen Midway Point. Hat der selbst den Notenblock-Grafiken mit einem Reuteil versehen? Was ist das hier? Welcher Wahnsinn ist das hier? Die Sägen, bestehend aus den Roy-Dingern, sind irgendwie besonders ekelhaft. Ich weiß nicht. Aber das Leben sieht normal aus. Das Leben ist weg. Okay, das Leben ist mir nicht ver... Ich kann die nicht mitnehmen. Ich dachte, ich wollte die mitnehmen. Dann nehme ich sie halt nicht mit. Okay. Ah ja. Es war übrigens nicht Roy, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wie soll ich denn dem ausweichen? Jetzt ist hier einfach eine Tür. Okay, das ist passiert. Das war ja gerade strange, ne? Ich bin auch selten dämlich gerade gewesen. Roy. Still not Roy. Au! Aber dem muss ich ausweichen können eigentlich. Ja, jetzt. Okay. Ja, not Roy, haben wir schon verstanden. What the heck? Das habe ich nicht kommen sehen. Habe ich jetzt bedenken müssen. So. Hä, wieso geht das nicht kaputt? Hä? Jetzt. So langsam darf das Level dann aber jetzt auch aufhören, gell? Das sieht doch nach dem Ende aus. Ja. Not Roy. Das habe ich schon verstanden.
Weil das ist nicht das Ende. Okay, also was immer jetzt hier ist, auf jeden Fall kann ich hier diesen Level beenden. Ich weiß nicht, was bei dem anderen Weg alles noch gekommen wäre. Aber ich kann auf jeden Fall hier das Level beenden. Hat das zwei Exits gehabt? Hat das Level hier zwei Exits gehabt? Ich meine, da ging es ja auch noch weiter. Einfach den Text nicht verändert. Tetotalitarianism. Ne, es hat eine Exe. Okay, keine Ahnung, wohin es denn noch gegangen wäre. Beaufort 3 hat das hier gebaut. Let's go. Ich darf nicht springen, ja? Ach doch, aber nicht aus dem Wasser raus. Beziehungsweise, wenn ich aus dem Wasser springe, dann mit ein bisschen Speed. The beer in this land is especially hoppy. If you jump out of it, you'll soar to the heavens. Ah, verstanden. Das ist Bier. Okay, das ist interessant. Dann wollen wir da gar nicht erst drin landen. Mach dich mal weg. Geh du ins Bier. Guten Appetit. Ah, oh, die Moles, ne. Na toll, jetzt habe ich's versaut. Tschüss. Okay, das ist schon lustig. Aber das war dumm. Und dann muss ich hier aber schnell durch. Oh Mist. Ach so, hier ist der Mole auf dem Ding und da ist er. Ah, nee, ich muss das timen. Jetzt habe ich's verstanden. Muss mit dem Mole da über das Viech. So nämlich. Und hier muss ich dann in die Mitte hoch. Hui. Und da muss ich jetzt auch die passende natürlich Stelle finden, um gut zu landen. Oh, und das habe ich jetzt natürlich. Okay. Langsam. Eieiei. Okay, jetzt mache ich das hier dreimal. Oh, da muss ich aber schnell sein, weil ja sonst genau die Blöcke. Ah, ich kann da drin landen. Ah, versaut. Okay, ich kann eigentlich einfach unten drunter immer wieder hoch. Oh, Mist. Okay, jetzt könnte ich aber wieder in der Lücke landen. Und es dann wieder versauen. Das geht ganz gut. Ach, ich kann mit Spinjump hier raus. Das macht den ersten Sprung schon mal deutlich angenehmer. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Oh mein Gott. Jetzt. Meine Nerven. Okay. Oha. Geht jetzt auf Zeit. Uff. Interessant. Aber war zu langsam jetzt, oder wie? Ach nee, ich muss warten, bis der Fisch wieder runterzieht. Hier jetzt aushalten und dann.
Und dann durch das Bier ab nach oben. So nämlich. Eieiei. Zwei. Weiß nicht, was die 2 heißt. Ich hab doch keine 1 gesehen. Okay. Zweiter Abschnitt. Hui! Okay, ich habe immer eine Stelle, wo ich mir angucken kann, was kommt. Und jetzt muss ich noch einen aufsuchen. Ah ja. Okay, das ist jetzt natürlich auch interessant, das Gimmick so einzusetzen. Das hat eigentlich was, ne? Das hat eigentlich was. Ich hätte den Block vielleicht mitnehmen sollen. Bin mir nicht sicher. Hui! Okay, der Abschnitt gefällt mir jetzt deutlich besser als der. Der Abschnitt gefällt mir jetzt deutlich besser als der erste. Real talk. Weil da das Gimmick viel lustiger eingesetzt ist als. Der erste Abschnitt war so Standardkram. Zwar mit dem lustigen Gimmick, aber das hier. Das ist jetzt halt. Für sowas ist das Gimmick halt besonders gut geeignet. Das ist cool. Hui, oh. Wahrscheinlich war deswegen der Pfeil hier so. Guck erst mal. Hui, wie kriege ich den? Ach so, verstanden. Nee, da kommt ja wie. Ah, ich muss ihn verfolgen. Und zwar so, dass er mit mir runterzieht. Ist er jetzt überhaupt noch da? Ja. Mich veralbern. Dafür muss man hier wahrscheinlich nochmal resetten. Hä, jetzt zieht er trotzdem runter. Er kommt mir ja hier schon entgegen, das ist ja das Problem. Das soll ja eben gerade nicht. Was mache ich falsch? Ich kann ihn nicht vorher antriggern, der kommt mir jetzt entgegen. Ich dachte, ich muss auf der Seite hoch und ihn so erst antriggern, aber der ist schon weg. Hä? Na, der ist immer schon weg. Check ich nicht. Also auf der Seite ist er direkt weg. Hä? Check ich nicht. Das ist doch jetzt ein simples Rätsel. Was mache ich falsch? Brauche ich von hier unten vielleicht irgendwo? Nee, hier komme ich nicht mehr zurück. Ach, ich darf nicht auf den Dingern landen. Ach so. Weil dann ist er mit dabei und dann, okay. Ja. Der komplizierter gemacht als nötig.
Und jetzt muss ich durch. Das ist gar nicht zum Resetten da. Das ist da, dass ich überhaupt weiterkomme. Null. Okay. Also das war jetzt wieder selten dämlich von mir. Okay, wir springen nicht raus. Ah, wir müssen aber rausspringen. Hui. Die Frage ist, wo ist die Wand? Und jetzt, oh nein, jetzt habe ich es natürlich, oh nein, jetzt habe ich das, oh okay, aber das ist auch witzig. Jetzt muss man genau den Goal Orb treffen. Wobei man hat ein paar, man hat drei Blöcke hat man zur Auswahl zu treffen. Nice. Nice. Gut abgeschätzt. Andere würden behaupten, das war jetzt nur Glück. Sucht's euch raus. Skill oder Glück? Okay. Zugnet Stream von Moderator. Also von Lazy. Was soll ich hier tun? In die andere Richtung wahrscheinlich abfeuern oder so? In die andere Richtung abfeuern. Und dann hier und dann hier und dann... Ah, ich bin dumm. Ich wollte die so anstupsen, aber... Oh mein Gott. Mein Ernst. Ach. Aber ich habe das Gefühl, ich mache es nicht richtig. Ich weiß noch nicht, wie ich darauf komme. Ja. Ich will den stoppen. Aber so ist es halt eher so Trial and Error, ne, wieder. Ich krieg den halt auch nicht rechtzeitig eingerollt. Ich raff gar nichts. Muss ich den abschießen vielleicht? Nützt mir, bringt mir das irgendwas? Was soll mir das nützen? Ich dachte, ich muss den einfach treffen, aber scheinbar ja nicht. Was verstehe ich nicht? Was? Ich kann ihn auch so entlang schieben, aber... Komm da nicht, also selbst wenn es jetzt kein, selbst wenn es jetzt kein Jampf wäre und ich einfach dieses Setup hier bekomme.
weiß nicht, wie ich das hinkriege, dass ich darüber komme. Was ist, wenn ich den schon mal einmal stoppe? Irgendwie, keine Ahnung. Hä, aber das kann ja nicht der Sinn... Hä? Ich kann ja auch nicht auf der Stelle entlang reiten, so. Ich kann mich ja nicht auf die draufstellen, wenn die da entlang fährt. Yo, ich bin lost. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege auch keinen Hinweis und nichts. Und wenn ich keinen Hinweis kriege, dann muss es doch ein normales Level sein, was ganz normal funktioniert. So. Oder nicht? Aber ich komme ja an diesen Ninja da drüben überhaupt nicht ran. Aber nicht mal im Ansatz. Also irgendwas verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich mit der Shell tun soll. Wofür ist die da? Wofür ist die... Okay, die Blume ist da, dass ich über Yoshi das Viech wegschieße, aber dafür muss ich da erstmal hoch genug kommen. Und das ist ja keine Disco-Shell, so. Und wenn ich sterbe, ich starte genau hier. Zug nennt Stream. Mehr sagt das nicht. Und dann startet es mich hier so, als wüsste es, was ich tun soll. Als wüsste ich jetzt, okay, so funktioniert das Level. Und dabei weiß ich gar nichts. Der Ninja sitzt da auch fest, der kann also nichts tun. Aber das kann ja auch nicht so ein Kaizo-Kram mit Disco. Quatsch, mit Disco. Mit hier Dings-Shell und so sein. Mit ganz viel Shell-Jumps. Aber es geht ja auch nur einer, so. Ich kann ja nicht immer wieder da drauf. Mit der Mond da oben irgendwas sagen, aber da komme ich ja gar nicht hin. Nee, wie komme ich an den Mond da überhaupt ran? Oh, so komme ich an den Mond. Moment, vielleicht hilft mir der Mond irgendwie. Wartet mal. Ist dumm, dass man die Blume da mitnimmt. Und dann kann man kein... Oh, jetzt habe ich den Mond. Ist da kein Mond mehr. Aber mehr, als dass da kein Mond mehr ist, passiert jetzt halt auch nicht. Ich verstehe das Level nicht. Falls sich jemand wundert, warum da wieder ein Mond ist, weil ich den State geladen habe. Da der Mond noch existiert. Ich raffe nicht, was ich tun soll.
Klar, ich kann die dann nachher wieder abschießen, dann trifft sie den Ninchi nicht und dann kann ich über den Ninchi noch oder so, aber dafür muss ich erstmal bis hinkommen. What? Was ist jetzt passiert? Ach, ich habe da unten den Shellchopper auf das Viech gemacht, ja. Toll. Das bringt mir jetzt richtig viel. Aber ich lande ja nicht mal mehr auf diesem Ninchi drauf. Wie soll ich da hinkommen? Muss ich die nach dem ersten Schuss abschießen und dann auf dem Ninchi da landen, oder was? Und das so perfekt timen, dass es funktioniert. Das ist das. Das sah jetzt gut aus, aber das ist dann ja wirklich richtiger Kaizo-Kram hier. Also nicht mehr so ein bisschen. Ja, jetzt hätte ich den erwischt, wenn die Schellen den nicht weggezündet hätte, wahrscheinlich. Oh mein Gott! Ja, und jetzt hätte ich die Blume noch. Ach du Schande! Können wir uns das Level aufheben bis Weihnachten oder so? Wir machen nächstes Mal erstmal die anderen Level weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Oh Gott, was kommt denn da? Hilfe.